Fachidiot schlägt Kunde tot. Diesen Spruch kennst du sicherlich auch. Du hast sicherlich von diesen Verkäufer und Verkäuferinnen sowas von die Schnauze voll, wo nur die Produktdaten, Zahlendaten, Fakten auswendig herunterbeten. Und kennst das auch, wenn du quasi selbst als Kunde agierst, aber selbst aber auch als Verkäufer so agierst. Du wirst doch sicherlich gelangweilt sein. Und am liebsten willst du sofort bei solchen Verkäufer und Verkäuferinnen aus dem Laden verschwinden. Ich muss dir sagen, mir ging es genauso. Ich kann dir die Seite zeigen mit Produktdaten, Zahlen, Daten, Fakten, wie ich raus es agiert habe und wie ich jetzt zu dem Punkt gekommen bin, wie es anders da geht, wie es besser geht, wie du deine Produkte und Dienstleistungen von deinen Verkäufern, Verkäuferinnen verkaufen lassen solltest. Deine Verkäufer und Verkäuferinnen sollten mit Begeisterung deine Produkte und deine Dienstleistungen verkaufen. Somit hast du einen besseren Verkaufsabschluss wie nur mit den Zahlen, Daten, Fakten, Produktdaten und dies auch noch vorgelesen auf einem Blatt Papier. Dieses Blatt Papier, dieses Skript, dieses Telefonskript ist in meiner Sicht nicht sinnvoll, dass du quasi nur über sowas verkaufen kannst, ist nicht schön. Oder dein Verkäufer oder Verkäuferin, das ist nicht schön. Verkauft doch eure Produkte oder eure Dienstleistungen mit Begeisterung und mit Leichtigkeit und mit einer authentischen Art und mit einer Einzigartigkeit, sodass der Kunde von deinem Produkt oder deine Dienstleistung gefesselt ist und von dir immer wieder kaufen möchte und sogar anrufen tut. Aber in der Regel ruft ihr dann selbst immer den Kunden an, aber wartet nicht 2 Jahre, 3 Jahre, ruft dann in einer Woche noch einmal den Kunden zurück, wie er euer Produkt oder eure Dienstleistung findet. Somit bleibt dein Verkäufer oder deine Verkäuferin im Gedächtnis und dein Kunde erinnert sich immer wieder an den einen Verkäufer oder an die eine Verkäuferin, die deine Produkte oder auch Dienstleistungen mit Begeisterung an deinen Kunden verkauft hat. Und so mit kannst du quasi eine höhere Abschlussrate machen in deinem Laden oder halt auch in deinem Online-Geschäft. Du kannst es quasi offline anwenden, aber auch online anwenden. Schau mal, dazu habe ich ein Seminar. Ich lade dich dort ein. Dort in diesem Seminar erzähle ich erst ein bisschen, was und warum ich mit Begeisterung mehrere Kunden und mehrere Abschlüsse gemacht habe. Ich gehe dann aber auch auf 4 Tipps darin ein. Wenn du da Interesse hast, der Link ist unten in der Beschreibung. Und wir können auch gerne, wenn du magst, ein 45-minütiges Erstgespräch machen, wo wir das herausfinden, was deine Kunden so begeistert von deinen Produkten oder deinen Dienstleistungen. Lass uns doch gemeinsam mal loslegen und starten. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Dein Michael.